Ja, heute zusammen nochmal und grüße miteinander. Und auch hallo und herzlich willkommen an die Zuschauer daheim in Deutschland und anderswo. Wo sind wir? Ja, und bei Kaiser TV. Heute unser zweites Gespräch mit Nicolas Rimoldi von Maßvoll. Ihr habt das erste Gespräch am Vierwaldstätter See in Luzern schon gesehen. Heute haben wir im Hintergrund die wunderschönen Wolken. Nicolas, was verbirgt sich hinter den Wolken? Ja, guten Abend zusammen. Hier haben wir Berge, Täler, Hügel, Kühe, Bauernhöfe, wie die Schweiz sein soll. Unverkennbar, wir sind in der Schweiz, nicht etwa in Österreich. Nicolas, wir wollen heute ein bisschen über die Jugend sprechen. Gestern war ich in Seon und bei einer Veranstaltung mit 170 Leuten. Und am Schluss kam jemand in unserem Alter, also so zwischen 20 und 25, zu mir und sagte... Was gibt's denn zu lachen? Ja, wie kommt es, dass ich und du, also sprachst dann zu mir, hier die Einzigen in diesem Alter sind? Denn das Durchschnittsalter war dann ungefähr 65, also na, ich übertreibe, aber es war dann so ab 40 aufwärts. Und das ist auch mein Eindruck eben von vielen Veranstaltungen, auch teilweise von Demos. Es ist in der Jugend, zumindest jetzt in Deutschland, noch nicht so angekommen, dass man da auch Protest äußern darf und dass man auch eine Organisation hat, an die man sich richten kann. Wie erklärst du dir das, dass die Jugend da so schwach vertreten ist? Ja gut, ich denke, dieses Bild entspricht heute wahrscheinlich in der Schweiz nicht mehr ganz der Realität. Schauen wir an, bei der Abstimmung am 13. Juni zum Covid-Gesetz, das war die erste Abstimmung, da haben sage und schreibe von den Jungen, die Hälfte der Jugend hat dieses Gesetz abgelehnt. Und ich denke, das ist zum großen Teil ein Verdienst von den hunderten Aktivisten bei Maßvoll, die Tag und Nacht seit Februar ihre Freizeit alles opfern, um genau diesen Widerstand der Jugend auf die Straße zu tragen. Hier sind wir sehr, sehr erfolgreich, würde ich mal sagen. Wenn wir uns auch vergleichen mit den Schweizer Jungparteien, alleine auf Social Media, da haben wir x-fach mehr Follower als eine junge SVP, als der Jungfreisinn, als die jungen Konservativen sowieso. Da sind wir doch sehr gut unterwegs und wir hatten gerade gestern eine Spontan-Demo in St. Gallen und da waren die meisten, die da waren, das waren Junge, Durchschnittsalter etwa 20. Das habe ich noch nie erlebt, so viele Junge auf einer Demo. Die Jugend steht immer mehr auf, wacht immer mehr auf, weil der Jugend, wir hatten gerade heute eine neue Studie, geht es verdammt schlecht. Die psychische Gesundheit der Jugend ist ruiniert durch diese Zwangsmaßnahmen. Aber Gunnar, davor habe ich noch eine ganz andere Frage an dich. Warum liegt hier Stroh? Ja, und warum hast du keine Maske an, Nicolas? Aber das wissen wir ja alle. Und vielleicht kannst du den anderen, die das nicht so gut machen, mal ein paar Tipps geben. Was ist denn euer Geheimnis, dass es euch gelingt, die Jugend wirklich auch auf die Straße zu bringen und ihnen auch so ein, ja, vielleicht ein Angebot des Aktivismus und der Identifikation zu geben? Ich denke, ein Kernfaktor von Maßvoll für unseren Erfolg ist, dass bei uns eine total gute Stimmung herrscht. Optimismus, Frohsinn, dass man bei uns glücklich sein kann, sich selbst sein kann. Bei uns hast du wirklich eine Gemeinschaft, eine Bewegung, die zusammensteht. Unterschiedlichste Menschen, unterschiedlichste Hintergründe, die einfach miteinander eine gute Zeit haben. Genau diese Einsamkeit, die die Politik propagiert, ja, sperr dich ein, triff deine Freunde nicht, hab keinen Spaß, geh ein in deine eigenen vier Wänden und bleib eingesperrt. Bei uns ist genau das Gegenteil der Fall. Weil hier bei uns, wir machen ganz tolle Sachen, wir gehen miteinander wandern, schwimmen, haben Partys miteinander und ganz viele andere tolle Sachen. Bei uns ist wirklich eine Aufbruchsstimmung da, keine depressive Grundstimmung. Genau das Gegenteil davon. Bei uns geht es den Jungen gut und da schauen wir auch zueinander. Und ich denke, weil wir genau das bieten den Leuten, diesen Gemeinsinn, das gemeinsame Einstehen für universelle Grundwerte, für unsere Freiheitsrechte, das verbindet, das macht uns stark. Ich sehe es bei jeder Demo, wenn man immer mehr Junge, die neu dabei sind, auch gestern in St. Gallen, wieder Dutzende neue Leute, die dabei sind. Oder auch, ich schaue mal unseren Instagram-Account an, da haben wir seit der Demo gestern etwa 700, 800 neue Follower, seither. Seit der Bundesrat jetzt beschlossen hat, das Zertifikat auszuweiten.
wir wachsen enorm schnell und auch alle anderen Vereine der Schweizer Bürgerrechtsbewegung. Also Gemeinsinn, Freude, Gemeinschaft, also Nazi eigentlich, wie man in Deutschland sagen würde mittlerweile. Aber, naja, du hast es gesagt, oh, wir können das sogar für was Positives nutzen. Der Bundesrat, der arbeitet richtig für euch, habe ich das Gefühl. Der bringt euch 700 neue Instagram-Follower. Du musst aber vielleicht unseren deutschsprachigen oder überhaupt deutschen Zuschauern nochmal erklären, was das mit den Zertifikaten auf sich hat. Das haben wir so nicht unter dieser Formulierung in Deutschland. Ja, genau. Dieses Zertifikat ist unser Freedom Pass, unser Green Pass. Das nennt man bei uns Covid-Zertifikat. Ich weiß auch nicht warum, das habe ich bis heute nicht herausgefunden, warum man das in der Schweiz Zertifikat nennt. Vielleicht wird der Schweizer gerne belohnt oder keine Ahnung. Weil ich meine, sowas pervers, ein Zertifikat, das bekommt man für eine Leistung, für ein Seminar, das du gut gemacht hast, oder einen Test, da gibt es ein Zertifikat als Belohnung. Und hey, immer noch, Grundrechte, das sind keine Privilegien für Unterwürfigkeit. Und das wird jetzt hier ausgeweitet, wie in Frankreich, wie in Italien, du darfst nicht mehr ins Restaurant. Und sie haben auch gestern schon angetönt, dass du ohne Zertifikat vielleicht bald nicht mehr branchenweit arbeiten darfst. Stell dir das mal vor. Egal, wo du arbeitest, ohne Zertifikat wollen sie, nein, fertig. Das vernichtet Existenzen. Ich hatte etliche Anrufe von einer guten Freundin gerade gestern, die ganze Familie arbeitet im Gesundheitssektor. Wie soll ich jetzt meine Familie ernähren? Den Strom zahlen, die Miete. Horror, was hier passiert. Und ja, der Bundesrat, unsere Regierung, die arbeitet nicht im Dienst von Land und Leuten. Wir schon. Und der Bundesrat verliert immer mehr den Rückhalt. Darum diese knapp 50% vom Juni, das werden im Ende November noch viele, viel mehr. Ja, ich musste an die Kühe denken, die vielleicht auch dieses Zertifikat in den Ohren haben. Das steht uns noch bevor oder ist dann vielleicht schon teilweise so. Wie konnte das in der Schweiz passieren, als wir uns letztes Mal gesprochen haben, war es kurz vor dem ersten Referendum. Das ist dann nicht ganz so positiv ausgegangen wie erhofft. Aber es ist jetzt die Chance, dass im November, du hast es angedeutet, zu einem zweiten Referendum wird es kommen und dass man da nochmal das Ruder rumreißt. Aber wie konnte das passieren, dass überhaupt diese Einschränkung von Bürgerrechten, dass die Schweizer Bürger das mit sich haben machen lassen? Ich hoffe, ich werde jetzt nicht auf diesem Stroh hier lebendig verbrannt, aber ich denke, wie in der Schweiz, als das noch vor das Ganze angefangen hat, als wirklich das reichste, wohlhabendste Land, wir sind fett und träge geworden in diesem Wohlstand. Der hat uns völlig geblendet. Wir haben PlayStation 5, Spotify, Netflix. Wir haben eigentlich einen völlig absurden Luxus hier bei uns, dass man vergisst, welchen Wert die Freiheit hat. Gerade hier in der Schweiz nimmt man sie häufig noch als gottgegeben, unsterblich, für alle Ewigkeit. Und ich denke, man hat vergessen, dass es nicht so ist. Dass gerade wir hier in der Schweiz, die Generationen, die vor uns da waren, einen hohen Preis gezahlt haben, immer wieder durch die Jahrhunderte, damit diese Freiheiten hier bleiben, dass wir eine direkte Demokratie haben, ein weltweit einmaliges Referendumsrecht. Und ja, jetzt ist es wieder unsere Generation, die dafür sorgen wird, und das ist ein Versprechen, dass diese Freiheiten zurückkommen. Und ich denke direkt, und wenn ich jetzt zurückdenke an den 13. Juni, ich sehe das nicht als Niederlage an. Klar, wir haben nicht die Mehrheit geholt, aber wir haben 8 Kantone, die Nein gesagt haben, die ganzen Urkantone. 40% der Bevölkerung hat Nein gesagt. 40% gegen die versammelte Medienlandschaft, gegen den versammelten Bundesrat, gegen alle Parteien. David gegen Goliath, und wir haben 40% geholt. Das ist ein gewaltiger Erfolg. Was ist denn an persönlichem Einsatz drin? Du hast gesagt, wir müssen wieder lernen, dafür zu kämpfen. Freiheit ist nicht selbstverständlich. Was hast du auch an persönlichem Einsatz geleistet, beziehungsweise welche persönlichen Konsequenzen musstest du jetzt auch gewahren? Und vielleicht kannst du auch den Zuschauern, den Zuhörern, da mal so ein bisschen einen Einblick geben. Lohnt, also dass es sich lohnt, für die Freiheit zu kämpfen, dürfte klar sein, aber welche, was muss man einsetzen dafür? Das ist eine gute Frage. Ich bin da ganz offen.
du gibst alles. Ich gehe all in, gehe jedes Risiko ein, weil es ist nichts wichtiger als der Freiheitskampf. Nichts. Und weil ich bin der Ansicht, dass nur ein Leben in größtmöglicher Freiheit ein würdevolles Leben ist. Und für das gebe ich jede Minute, die ich habe, jede Sekunde. Ich bin auch aus diesem Grund damals mit 18 in die Politik gegangen, habe mich da 8 Jahre lang abgearbeitet bei der FDP. Die FDP ist völlig verloren. Die unterstützt dieses Zertifikat jetzt nun auch. Wir haben bald von den Jungfreisinnigen den Kongress der Nationalen Zertifikatspflicht. Bei den Jungfreisinnigen völlig absurd, man verrät die eigenen Werte total. Und deswegen, weil die etablierten Parteien völlig versagt haben, zuvor natürlich die selbsternannten Liberalen, ist unser Bürgerrechtsbewegung ja erst überhaupt entstanden. Und ich gebe alles, was ich kann, weil ich finde, das ist das Beste, das ich tun kann, damit es den Leuten gut geht in diesem Land. Und deswegen tue ich das auch. Ich wäre froh, wenn das morgen alles vorbei ist und ich in den politischen Ruhestand gehen kann. Aber ich denke, das dauert noch eine Weile. Und ich meine, ich hätte noch ein Studium, das wird jetzt sein gelassen. Und auch beruflich, ich habe keine Ausbildung oder dergleichen, das habe ich alles sein gelassen. Und ja, ich schlafe auch nicht viel. Ich höre immer wieder, ich sollte mich ein bisschen gesunder ernähren, mehr ernähren. Aber du, hey, es läuft. Und ich muss sagen, es macht so Spaß und ich bin so dankbar, mit so vielen hunderten freien Menschen bei Maßvoll arbeiten zu dürfen. Es ist ein Privileg. Wie viel Elan dabei ist, wie viel Engagement, wie viele Junge Tag und Nacht opfern, auf ihre Freizeit völlig verzichten, dass wir heute so stark geworden sind. Und das auch in allen anderen Vereinen. Da bin ich einfach nur dankbar. Was kann der Einzelne tun, der jetzt vielleicht nicht extra in die Politik gehen möchte und es vielleicht auch noch mit seiner Familie zum Beispiel da auch dafür sorgen muss, dass da das Geld reinkommt? Aber was kann der Einzelne tun, um euch zu unterstützen, um den Kampf für die Freiheit zu unterstützen? Ihr habt ja zum Beispiel hier, man sieht es auch, Möglichkeiten, wo man vielleicht etwas anbringen kann. Und ich habe eben schon gehört, diese einzelnen Aufkleber, die hier zu sehen sind, die findet man von Kapstadt bis zum Nordkap. Was kann man tun? Ich denke, vorausschauend, ich meine, wir alle sind nur Einzelne, wir alle sind nur ein Individuum, die unser Bestes geben. Und es liegt an jedem Einzelnen, diesen Horror, diese Tyrannei zu beenden. Jeder Einzelne ist wichtig, jeder Einzelne, der mitmacht, jede kleine Spende, jedes Engagement, jeder, der an eine Demo geht, alles zählt, jedes Gespräch, jede Überzeugungsarbeit. Das ist mühselig, klar, jeden Tag. Und diese Abstimmung zu gewinnen, da zählt das Engagement von jedem, von jeder Einzelne. Und dann gewinnen wir auch. Und das soll jeder, wie er möchte, ganz frei entscheiden, was er sie geben kann. Das ist ja genau der Punkt bei unserer Sache. Bei uns hat man, was man sonst nicht hat, Freiheit. Du kannst selbst entscheiden, was du mit deiner Zeit machst. Und jede Unterstützung ist willkommen, sei sie auch noch so klein, weil alleine werden wir unsere Freiheit nie zurückerkämpfen, aber gemeinsam sind wir stärker als die Unterdrücker. Ja, das ist angesprochen, wir haben hier ganz viel Material für uns, unsere Sticker hier. Die sind, ich finde natürlich Vandalismus eine ganz schlimme Sache, aber diese Sticker kleben wirklich überall in allen Städten der Schweiz, in Italien, in Venedig, in Napoli, auf anderen Kontinenten sind sie vertreten. Der Widerstand ist da und der Widerstand ist stark. Und ich bin mehr als optimistisch, dass wir hier in der Schweiz vorangehen und Ende November das Ganze hier beenden. Und dann, wie im April schon gesagt, entsteht ein Flächenbrand der Freiheit. Ja. Und die habe ich hier auch schon öfter gesehen, die violette Zone. Das kann man sich auch hier anstecken. Was ist das? Was macht ihr da? Nun, das war eine kleine spontane Idee von mir. Im Mai hat uns der Bundesrat, unsere Landesregierung gesagt, ja, sie wollen Zonen machen, grüne, gelbe und rote, je nachdem, ob das Zertifikat, dieser Green Pass gilt oder nicht. Und dann habe ich dann spontan gesagt, ja gut, dann machen wir halt violette Zonen der Freiheit, wo niemand diskriminiert wird, wo jeder hingehen kann, ob geimpft oder nicht. Und dann haben wir diese Zonenschilder hier gedruckt.
Und es ist völlig Wahnsinn. Wir haben da 1000 Mal gedruckt von denen und bevor überhaupt die Produktion gestartet ist, waren alle schon wegbestellt. Also du siehst jetzt in unzähligen Geschäften im ganzen Land hängen die jetzt. Die Botschaft, hier wird niemand diskriminiert, hier ist jeder willkommen. Das Volk hat genug und das Volk will diese Regierung nicht. Ja, eine großartige Botschaft tatsächlich, wo man wirklich mal etwas zeigen kann. Und wir Deutsche versuchen ja schon seit Jahrhunderten von euch Schweizern zu lernen, wie Freiheitskampf wirklich geht. Was hast du für eine Botschaft an uns, was wir wirklich nachmachen sollten und mit welchem Elan und welcher Motivation wir da reingehen sollten? Nun, ich denke, bei uns hat das so angefangen, wir waren zuerst eine ganz kleine Gruppe, die sich vernetzt hat, die sich zusammengefunden hat und dann entschieden, wir machen was. Wir gründen eine Gruppe und dann sind wir organisch gewachsen. Genau das ist hier der Punkt. Vernetzt euch mit Gleichgesinnten. Vernetzen, vernetzen, vernetzen. Und dann macht einen Verein. Wehrt euch zusammen. Steht auf, seid aktiv Tag und Nacht und dann wächst das von alleine. Das ist das Wichtigste hier. Einfach mal darüber sprechen. Hey, ich bin nicht einverstanden. Ich sehe das gleich wie du. Den Mut haben und hinzustehen. Von tausenden Leuten. Das ist nicht so, dass das jeder machen muss, überhaupt nicht. Nein, es erleichtert alleine schon, den Mut zu haben, dem Gegenüber zu sagen, hey, ich will das alles auch nicht, ich mache da nicht mit. Dankeschön, dass du dann auch nochmal auf mein Merchandising hinweist. Das ist tatsächlich so im Moment, dass sich das Eis gerade, dass es schmilzt oder dass es anfängt zu bröckeln, dass man sich doch wieder etwas trauen kann, sogar in Deutschland auch die Maske ein bisschen tiefer zu tragen, so als ein Zeichen von, oh, ah, okay, du siehst es auch skeptisch, oder tatsächlich eben solche Zeichen zu tragen. Ich glaube, dass diese symbolischen, der symbolische Wert dessen gar nicht unterschätzt werden darf. Je mehr wir das da raustragen, desto eher kann auch diese Schweigespirale durchbrochen werden, dass man eigentlich gar nicht weiß, ist der andere denn vielleicht sogar der gleichen Meinung wie ich? Und wir kennen das ja aus dem berühmten Märchen von Hans Christian Andersen, dass es nur wirklich eigentlich ein Kind braucht, das letztendlich ruft, sorry dafür, aber der Kaiser ist nackt, und dass dann letztendlich auch alle einsehen und eben dann auch zustimmen, ja, jetzt sehen wir es auch, der Kaiser ist nackt. Nicolas, vielen Dank für das schöne Gespräch. Herzlichen Dank, Thomas. Danke dir. Vielen Dank. Und das war's für heute bei Kaiser TV. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja.